So, wir kommen da nicht weiter. Wir müssen mal schauen. Wo muss ich denn jetzt weiter? Da oben ist noch ein Durchgang, den ich übersehen habe. Das muss da beim Meditationspunkt sein, glaube ich, ne? Genau, hier ist der Meditator. Ah ja, alles klar, da vorne steht schon einer. Jetzt wird gekämpft. Ach, das sind die Typen. Halt still! Du kannst dich nicht ewig verstecken. Oh, er ist überhitzt. Wenn er überhitzt ist, dann können wir ran. Scannen. Nein, alles cool. Ey, das ist sogar mega geil, Nupfer da. Die lachen sich tot, wenn die dich wenn sie das hören. Mach ruhig weiter so, ey. Geilste Let's Play ever wird das. Abgeschirmte schwere Langstreckenwaffe mit hoher Feuerrate, die zahlreiche Treffer einstecken kann. Langsam, lange Ladezeiten vor dem Schuss und lange Abklingzeiten nach dem Angriff eröffnen Angriffsmöglichkeiten, haben wir gerade festgestellt. Die Angriffstruppler bilden eine spezialisierte Infanterieeinheit, die an allen Fronten des Krieges für das galaktische Imperium kämpft. Sie werden in erster Linie bei der Verteidigung von Kampfzonen als Unterstützungseinheiten für Sturmtruppler-Patrouillen eingesetzt. Sie agieren überaus effizient mit dem Z6-Rotationsblaster, der konstant schnelle Salven mit großer Reichweite abfeuert und schweren Schaden verursacht. Dabei wird er von einem niederfrequenten Energiestrahl abgeschirmt. Nice. Alles klar, jetzt sind wir hier oben. Oh, da ist noch einer. Okay, warten, warten, warten. Und jetzt rüber. Nein, nicht. Haben wir. So. Alter, diese Sepho-Statue, das sieht richtig mega nice aus. Da unten, oh, da unten ist eine Kiste. Ah, fuck, da brauchen wir einen Scomp-Anschluss. Wir haben, ah, geil. Bin gespannt, wie sie wachsen. Hier war noch ein Samen für unser Terrarium. Sehr cool. Neben dem Scomp-Anschluss. Und Mimi, herzlich willkommen. Bin lange nicht da gewesen. Ja, ich habe schon ein neues Spiel angefangen, ne? Red Dead Redemption ist vorbei. Und wir bereiten uns schon auf das neue Star Wars Jedi Survivor vor. Oh, wie geil das hier aussieht, ne? Da hinten die Plattform. Da müssen wir, glaube ich, auch noch mal hin. Haben wir hier noch was? Oh, hier oben ist was. Aber Red Dead Redemption 2 war so ein geiles Spiel, ey. Das hat so Laune gemacht. Neue Lichtschwerthülse erhalten. Elementar Natur 2. Hallo Nachbar. Ja, hallo Nachbarin. Wie geht's dem Kleinen? Alles gesund und munter. Oh, hier vorne ist auch, hier habt ihr gesehen, durchs Fenster. Da ist auch noch so ein, eine Kiste. Bin wegen dir gerne hier. Die Spiele sind ja eigentlich nebensächlich. Ich spiele im Moment Hogwarts. RDR 2 ist als nächstes dran. Ja, geil, ey. Hogwarts ist auch cool, ne? Habe ich bei ganz vielen Streamern gesehen. Aber wird bei mir erstmal im Stream, glaube ich, wird das nix. Weil ich habe so viele Spiele im Kopf, die ich auf jeden Fall spielen will, ne? Und das erste ist Jedi Survivor, ne? Also quasi der Nachfolger von diesem Spiel. Und es kommt in 3 Wochen raus und bis dahin muss ich fertig sein, ne? Deswegen werde ich jetzt hier richtig Gas geben. Aber auch nicht hier im Dauerlauf durchlaufen, sondern wir machen das so wie sonst auch, aber wir machen schon Story-fokussiert, ne? Also nicht, hier ist, haben wir eine Abkürzung freigeschaltet. Also nicht hier auf Platin oder so spielen, das werde ich sowieso nicht schaffen. Eieiei. Ei, ei. Ah, fuck. Nein. Ja, oh, er kämpft gegen die Viecher. Wie geil. Jawohl, jetzt mal.
Stimmen, genau. Aua. Ich brauche jetzt mal hier erstmal. So, jetzt. Alter. Will der mich verarschen? Und du guckst jetzt, wa? Oh mein Gott. Den Sprung muss man natürlich ausweichen, ne? Aber geil, ne? Wie die Viecher ihn dann angegriffen haben, als ich einfach durchgelaufen bin. Das ist so. Das sind so diese Kleinigkeiten bei diesem Spiel, die mir so gefallen. Wie läuft's? Geile Qualität? Ja, absolut. Das Spiel ist mega geil und läuft bislang ganz gut, ne? Ich habe 3 Tode, ne? 3-mal gestorben bislang. Geht eigentlich noch. Okay, ja mal. Diese Unterhaltung ist ja wohl mega geil. Wie vom Imperator gewünscht, haben wir Sepho besetzt und die Bewohner umverteilt. Der Planet hat bislang keine signifikanten Daten oder Relikte für Projekt Bora gebracht. Seine elektromagnetischen Winde haben den Großteil unserer Bergbaumaschinen lahmgelegt. Gleichzeitig fallen immer mehr Truppler der gefährlichen Fauna zum Opfer. Wir werden unseren Auftrag hier nicht erfüllen können. Ich empfehle daher, das Projekt abzubrechen und nur einen Außenposten zurückzulassen, um unsere Technologie vor Plünderern zu schützen. Alles klar, Projekt Bora. Und Mimi, absolut, also wenn du Star Wars magst, ne? Alter, da musst du dieses Spiel spielen. Da führt kein Weg dran vorbei. Projekt Bora, wie vom Imperator gewünscht, haben wir. Achso, das hat er gerade gesprochen, ne? Das ist quasi der Text, den der Sturmtruppler eben gesagt hat. Brauche ich natürlich nicht nochmal nachlesen, das ist ja Quatsch. So, dann geht's hier vorne weiter. Oh, 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 da haben wir wieder einen. Gucken, ob wir den blocken können. Das war ein roter Angriff. Jemand anderer soll ihn ausschalten. Jetzt habe ich ihn. Sehr schön. Jetzt habe ich ihn aus dem Gleichgewicht gebracht, ne? Und dann. Da ist noch einer. Alter, ich finde diese Finisher-Moves richtig nice. Komm wieder her. Was ist das, BD1? Keine Star Wars-Filme geschaut. Oh, weia. Das ist aber. Da ist echt eine Wissenslücke drin. So ein geiles. Ja, Universum. Oh nein. Mein Vierter. Scheiße. Oh nein. Nummer 5. Ja, ich sag ja, ne? Also, das ist mein Steckenpferd, ne? Diese Dinger hier. Nummer 6. Jetzt aber. Jetzt haben wir es geschafft. So. Wir können mit der Macht das anhalten, ne? Glaube ich. Ja. Ne, ich bin ja ein Jedi-Ritter, ne? Ich habe ein Lichtschwert und habe auch diese Macht hier, Mimi, ne? Mit der ich hier so Sachen. Ergänzungsmittel, wo war nie mehr Fett. Oh, einiges hier gibt's. Habe ich tatsächlich schon. Alles klar. Ach, sehr geil. Dann kannst du dir das natürlich auch alles anschauen. Auf Disney Plus sind natürlich auch geile, coole Animationsfilme, ne? Ist auch cool für kleine Kinder, ne? Was ist das, BD1? Mein Sohn ist mit Findet Nemo groß geworden. Er liebt den Film. Ah ne, Moment. Wir müssen warten, ne? Genau. Jetzt.
Sehr gut. Kerl, das Imperium hat seine Position. Du musst schnell da weg. Bin dabei. Danke. Okay, ich habe nur noch ein Stim. Das ist nicht gut. Oh, sehr gut. Wie auf Zuruf, ne? Aber ey, guckt euch das mal an. Diese Wasserfälle, das sieht ja wohl mega geil aus. Star Wars Ostern, ja, mach mal. Aber du musst natürlich mit den, also ich würde doch tatsächlich mit den alten Filmen anfangen, also mit Episode 4, 5 und 6, weil die sind, das sind die Klassiker, ne? So, wir ruhen uns auf jeden Fall aus und wir haben einen Fähigkeitenpunkt. Damit du weißt, wer Luke Skywalker ist und so. Greift Cal aus einem Sprinter raus an, kann er einen speziellen Lichtschwertangriff ausführen. Ah, geil. Gönnen wir uns? Ja, nice. Trinke mal was. Du verdurstest noch. Mache ich. Dankeschön. Genau, Episode 4, ne, das ist eine neue Hoffnung. So heißt er. Das ist ein ganz alter Film. Bis wir dann sehen. Und dann kommen die eine neue Hoffnung, Rückkehr der Jedi-Ritter und das Imperium schlägt zurück. Diese drei Teile sind das. Genau, also 4, 5, 6, das sind die alten Teile, ne, die in den 70er Jahren tatsächlich gedreht wurden. Also deswegen hat das ja so eine lange Geschichte. Und dann in den 2000ern kam dann 1, 2, 3. Und ganz, die letzten waren dann 7, 8, 9, aber die sind echt nicht toll. Aber man, wenn man dann schon eh alles geguckt hat, ne? Oh, scheiße. Okay, zwei haben wir hier noch. Oh. Oder war gut. Oder kommt noch einer. Zwei sogar. Alter. Die brauchen Stimmen, ne? Eieiei. Eieiei. Jetzt muss ich aber blocken. Uff. Okay, Stim. Alter Schwede, das war knapp. Holla, die Waldfee. Ah, ein weiterer Death Counter, ja. Das ist tatsächlich auch ein Roguelike, ne? Seppel. Was war da drin? Das Blöde ist, wenn man kann es halt in der Reihenfolge gucken, wie sie veröffentlicht wurden. Oder halt in der zeitlichen Reihenfolge. Ich habe beides gemacht. Ja, habe ich auch gemacht, ne? Aber ich finde tatsächlich diese Episode 4, 5, 6, so wie es auch als erstes rausgekommen ist, so bin ich auch aufgewachsen. Und das hat mich abgeholt. Und es gibt Leute, die 1, 2 und 3 geguckt haben und das nicht abgeholt hat, ne? Und deswegen, also, um die Mimi abzuholen, glaube ich, wäre es am besten, die Original Trilogie zu gucken. Wäre jetzt so mein Ding, weil das hat mich ja damals abgeholt und deswegen habe ich auch die ersten beiden, die drei Teile danach geguckt, ne? Die zeitlich ja davor spielen. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Oh, 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 nein, nicht runterrutschen. Oh. Ich wusste es. Na, mein Death Counter, ne? Also einen mehr. Plus eins. Machen wir dann gleich. Plus eins. Okay, das sieht gut aus. Den Sprung noch. Uff. Okay, plus eins. Einmal draufgegangen. Ja, bei diesen. Du kommst dann sofort wieder drauf, ne? Und hast dann. Da müsste ich das immer pausieren. Da habe ich keine Lust zu. Deswegen. Was wissen Sie? Nichts von Cordova. Ich glaube, die wissen nicht, dass er hier war. Dann sind wir im Vorteil. Noch. Oh,
Warum ist denn... Moment mal, warum ist denn hier hinter mir eine Wand, wo man laufen kann? Darum. Alles klar, wir haben hier ein Echo. Das ist Zeitverschwendung. Was ist Craig vor? Unmöglich, dass hier drin was Nützliches ist. The Slugshot schenkt 100 Bits. Du bist der Wahnsinn. Vielen lieben Dank, The Slugshot, für 100 Biddies. Dankeschön, mein Lieber. Du bist der Wahnsinn. Und wir haben ja eine fragwürdige Verwendung. Ein imperialer Behälter, mit dem viele der im Zuge vom Projekt Bohrer gefundenen Artefakte abtransportiert wurden. Die Arbeiter haben am Wert einiger Objekte jedoch gezweifelt. Wenn die wüssten, was das für wertvolle Sachen sind. Okay, hier müssen wir einen doppelten Wandlauf machen. Und by the way, ne, dieses Spiel hier, Fallen Order, ist ja jetzt schon ein bisschen länger her und ich habe das sogar mal geschenkt bekommen auf Origin. Das war von Twitch Prime Drop, aber ich glaube, jetzt im Sale gibt's das auch für 5 Euro oder so, ne? Also wer das mal spielen will, der sollte das echt machen. Oh, da kommt noch ein Vieh. So, Ruhe. Hat mir früher auch immer einen zweiten Teil gewünscht, aber... Oh mein Gott. Darf ich so viel Chat lesen, ne? Aber jetzt schon, ah ja. Aber keine Hoffnung, aber jetzt schon. Man munkelt auch, dass George Lucas ist als Vierjähriger auf die Welt gekommen, nachdem er 7 wurde, wurde er wieder ein Säugling. Ja, wegen der zeitlichen Reihenfolge, ne? Alles klar, wir haben ja... Das ist interessant. Wir sind hier richtig. Wir sind hier auf jeden Fall richtig. Okay, hier haben wir wieder so eine Jumping-Passage. Vorsichtig. Scan. Ich komme nicht durch. Hier bräuchten wir wieder diesen Machtstoß, ne? Okay, da geht's rüber. Vor uns ist ein Sturm. Er hat die Ausrüstung des Imperiums lahmgelegt. Etwas zieht mich dorthin. Nicht nur der Sturm. Geh dem nach. Klar. Lass die Macht deine Instinkte schärfen. Na gut. Ich gebe mein Bestes. Die Macht wird mich leiten. Hier vorne haben wir einen Speicherpunkt. Den nehmen wir natürlich auf jeden Fall mit. Und wir können auch hier nochmal unsere Stims auffüllen. Weil diese Steinbockviecher, die... haben mich, glaube ich, beim früher, damals, wo ich das Spiel gespielt habe, echt geärgert. Oh, die Kombination war schon mal nicht schlecht. Alter, schön das Horn abgeschlagen. Aber hier sind noch mehr, ne? Oh, die scheppern aber gut rein. Machen schon echt gut Schaden. Da unten ist was am Leuchten. Oh, na gut. Oh, es war also was drin. Neue Lichtschwerthülse erhalten, Pflicht und Entschlossenheit 2. Da oben ist auch so eine zerbröckelte Tür. Eieiei, hier sind aber ganz schön viele von den Viechern, ne? Hat er mich gesehen? Oh, hier ist irgendwas zum Untersuchen. Ah, da ist noch so ein Ding. Sind die verbunden?
komme ich hier hoch? Ich glaube, das ist nicht gewollt. Oh nein, ich habe mich verfehlt. Sehr gut. Das war ohne Schaden zu nehmen. Oh, der da oben ist auch mies. Oh nein. Au. Ich wollte den gerade blocken, ne? Aber es ist schwieriger als gedacht. Neuer Terrariumsamen. Die sind echt niedlich. Eine Kapselnelke. Sehr gut. Ist die in der Datenbank auch dabei? Das hatten wir. Okay. Okay, haben wir zwei von den Viechern. Ach du liebe Zeit. Können wir mit dem einen mit dem Sprungangriff platt machen? Das wäre ja geil. Nee. Shit. Oh mein Gott. Alter, der bog den, seinen eigenen Kumpel weg. Ei. Was ist das? Oh oh. Ich brunst dem. Wie geil, er macht einen Sturmangriff auf seinen eigenen Kumpel und haut ihn weg, ey. Haben wir hier noch was? Nee, muss man auch, das ist halt auch so ausgelegt, ne, auf Erkundung. Wenn ihr nochmal überall guckt, irgendwo, ah, hier unten ist auch nochmal was. Braucht den Machtschub. Muss ich mir merken. Hier gibt es drei kaputte Wände. Tatsächlich. Aber wir werden jetzt mal hier ins Innere uns vorarbeiten und mal gucken, was uns da noch so erwartet.